Hey, hey und yeeha, meine Lieben. Habt ihr auch die Schnauze voll von eurer televisionären Komfortzone? Sind Luxusgüter wie Minimaps, vollautomatische Waffen oder Headshots unter 50 Meter nur was für Schwächlinge? Dann haben wir etwas für euch. Jagen entscheidende Kampfprobe. What the fuck? Entwickelt von Crytek als Rache für den stets bemühten Far Cry-Film, spielt sich Hunt Showdown wie eine Mischung aus Battlefield, Red Dead Redemption und einem Urlaub in Australien. Ihr jagt Monster, die doppelt so groß sind wie ihr und werdet dabei vermutlich von mehr als einer Seite beschossen, während euch angepisste Hunde, hungrige Zombies und L-förmige Karens das Leben zur Hölle machen. Fast jede Waffe kann sofort tödlich sein, wenn sie mit etwas Köpfchen benutzt wird. Und wenn ihr sterbt, ist euer Hunter Geschichte, mitsamt aller Waffen und Fähigkeiten, die er oder sie im Laufe seines oder ihres Lebens gesammelt hat. Stellt sich die Frage, warum sollte man sich so etwas antun? Und da im Moment das größte Event in der Geschichte des Spiels namens Devil's Moon stattfindet, werde ich euch die jetzt lang und breit beantworten. Allerdings bin ich heute nicht allein, sondern habe den Pirmin dabei. Tach! Wir beide haben zusammen knapp 900 Stunden in Hand und werden euch heute gemeinsam erklären, wie so ein Match abläuft. Ach, und wir haben noch einen Anfänger dabei, das ist vor der Lulz. Doch bevor wir durchstarten, ohne richtige Vorbereitung geht's nicht. Ich weiß, ein paar Waffen und Consumables kann man auch auf der Map finden. Und ja, es gibt auch ein paar Verrückte, die komplett nackt in einem Match starten. Mit Exhibitionisten haben wir es jetzt aber hier nicht so. Sorry. Also bereitet ihr vor jedem Match euch und euren Hunter vor. Pflicht ist dabei definitiv ein Medikit und irgendeine Art der Nahkampfwaffe. In Hand heilt ihr euch nämlich nicht automatisch, beziehungsweise nur zu einem kleinen bestimmten Teil. Und Monster müsst ihr jede Runde erledigen. Darüber hinaus könnt ihr euren Hunter allerdings so ausrüsten, wie ihr wollt. Jedoch ein kleiner Tipp bei der Waffenauswahl. Da ihr immer zwei Waffen mitnehmen könnt, empfehle ich euch eine für den Fernkampf und eine für den Nahkampf. Dann seid ihr in keiner Situation komplett aufgeschmissen. Zudem empfiehlt sich bei den Verbrauchsgütern irgendwas, was Boom macht. Nur mit Spritzen kommt ihr nicht weit, wir sind ja nicht in Frankfurt. Darüber hinaus könnt ihr Huntern noch einzelne Traits verpassen, wodurch die dann etwas besonders gut können. Das passt ihr einfach an euren Spielstil an. Wichtig zu erwähnen ist noch, wenn ihr dann doch mal in einem Match drauf geht, ist euer Hunter inklusive Ausrüstung unwiederbringlich verloren. Heißt, dann müsst ihr wieder einen neuen Hunter inklusive Waffen und Co. kaufen, das geht auf Dauer dann doch ganz schön auf die schwer verdienten Dollar. Zuallererst müssen wir deinen Hunter ausrüsten. Okay. Rechts haben wir die Waffenauswahl. Da habe ich mir schon was ausgewählt. Die Winfield. Gut. Winfield ist immer ist Standard, ist ein klassisches Westerngewehr, gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Wunderbare Waffe. Ist ein Kleinkaliber. Das ist ein Kleinkaliber, genau, richtig. Und die Nagant ist. Ist auch ein Kleinkaliber? Ja, auch ein relativ leichter Standardrevolver, aber auch der ist mit einem Headshot ein One-Tap auf eine gewisse Kampfdistanz. Okay. Was soll ich sonst noch wählen? Also, genau, die Ausrüstung. An sich, wir brauchen erstmal eine Nahkampfwaffe, weil du wirst nicht die ganze Zeit schießen. Wir machen auch Zombies mit ein bisschen Nahkampf und vor allen Dingen leise platt. Du hättest theoretisch zur Auswahl ein Messer oder einen Schlagring. Kann dann immer mein Messer mit. Einfach so. Ich nehme das Messer. Ja, und dann brauchst du was zum Heilen. Verbandstasche ganz unten. Ist Pflicht, hast du immer dabei. Das Einzige, was ich noch immer sehr nützlich finde, sind die Erstickungsbomben. Also wenn du einmal besiegt wurdest, quasi können dich deine Kollegen wieder aufstellen. Gegner können dich aber anzünden. Deswegen, dann brennst du langsam runter und wenn deine Leben weggebrannt sind, bist du einfach platt. Und mit Erstickungsbomben kannst du Feuer löschen und dann deswegen deine Kollegen retten. Okay. Hier hast du immer nicht viel, eine Gesundheitsspritze, die heilt ein bisschen mehr als eine Ladung des Medikits. Medikit hat drei Ladungen. Dann nimmst du einfach mal eine mit und die Brandbombe, du kannst auch noch mitnehmen, einfach weil, for good measure, kannst du halt einfach ein Feuer legen irgendwo. Beispielsweise gedaunte Gegner anzünden. Okay. Oder was du sonst so hast, du Schweinchen. Jetzt habe ich hier bei meinem Jäger aber den Jäger hier zum Beispiel, die hat viel mehr Eigenschaften. Ja, das ist der Startjäger. Der Startjäger, wenn du einen neuen Account startest, hat von Anfang an eine gewisse Anzahl an Traits. Also wäre es eigentlich besser, dass ich mit dem loslege? Wie du möchtest. Also die hat halt jetzt eine bessere Ausrüstung, weil sie auch eine schallgedämpfte Nagant dabei hat. Aber die ist halt nicht so dripped out. Die sieht halt nicht so geil aus wie dein Forscher. Ein Vorteil, den sie hat, unten in deiner Leiste, der zweite Trait von rechts, ja, der ist einer der besten im Spiel. Okay. Unterhebelgewehre werden damit quasi zu einer Nahkampfwaffe. Wie im für eine Handvoll Dollar, sein Rivale, der kann ja auch relativ schnell mit so einem Unterhebelgewehr ballern. Und das kannst du damit eben auch machen. Alright, dann hat sich's entschieden. Ja, mach mal. Ist ja so. Klar, dann nehme ich die liebe Odelin Novak. Auf der Map angekommen ist euer erstes Ziel, bis zu drei Hinweise zu finden, die euch nach und nach die Location des Bosses auf der Map verraten. Die findet ihr in den benannten Gebieten der Karte, die man auch Compounds nennt. Während dem Devil's Moon Event findet ihr auf dem Weg zum Boss sogenannte Effigies, aus denen ihr Seelen abgreifen könnt. Mit denen könnt ihr dann im Event neue Inhalte freischalten, wie etwa neue Waffen, Skins oder Bloodbonds, die Echtgeldwährung des Spiels. Wir nennen die Dinger immer liebevoll Seelendöner. Es geht los, meine Damen und Herren. So, Schattensicht, da ist bei uns in der Nähe rechts ist was, ne? Genau. Gehen wir mal nach Lower de Sal. Ihr seid meine Guardians. Und, das weißt du, ich sag's trotzdem nochmal, Ohren offen halten, wenn du irgendwo Schritte oder Schüsse hörst, ist
wichtig. Ich weiß, was du meinst, aber ich tue mir immer total schwer damit, die Schüsse am Anfang auch noch ganz Dinge normal zu orten, ja, von ja, wo ja die genau kommen. Das ist ganz normal. Vorsicht, Immolator. Immolator sind mies. Die darfst du nicht mit scharfem oder Schussschaden angreifen, sonst explodieren die. Hier sind nicht Raben, so die sind laut, wenn du dann vorbeiläufst. Ja, also, muss man aufpassen. Aber wir werden hier jetzt eh irgendwas aufschrecken, weil hier alles voll ist wieder mit Scheißviechern. Ah, ich habe Seelendöner gefunden. Seelendöner? Seelendöner, das sind Eventpunkte. Das sind diese Dinger hier. Da auch ein. Die geben Eventpunkte und mit Eventpunkten schaltest du Sachen im Event frei. Achtung. Ach, der Gentleman hier mit seiner Silenced Nagant? Ja, natürlich. Ich hab die Silenced, Mann. Aufmachen, Drogenverhandlung. Kooperieren Sie, uns wird Ihnen nichts geschehen. Hier ist der erste Hinweis. Felix, möchtest du die Ehre? Nehm ich mir mal das erste Hinweischen, ne? Wie viele andere Teams sind denn auf der Karte mit uns? Also wir spielen gerade im Trios-Modus und das sind immer bis zu 12 Spieler auf der Karte. Manchmal weniger, wenn es manchmal beispielsweise 3 Trios und ein Duo ist, also das kommt auch vor. 3 weitere oder Solo-Spieler sind genau mit dabei, aber meistens bis zu 12 Spieler sind auf der Karte, genau. Gehen wir zur First Testimonial Church? Das war meine Idee tatsächlich, ja. Oh, ihr feinen Herren. Oh, es gibt mehr Hinweise, es gibt relativ viele Hinweise. Okay. First Testimonial. In jedem Compound 1. Ich habe die Namen aufgeschaltet. Das haben jetzt andere Spieler gehört, das ist jetzt nicht dramatisch, aber das soll. Aber wenn sie in der Nähe waren, oder? Nee, genau. Das hört man ziemlich weit sogar. Also das hört man schon ein gutes Stück weit. Da ist eine Mutti. Oh. Die sieht ein bisschen ich schön daneben geschmissen. Auch wenn 9 Spielern die Monster alleine als Gegner erstmal reichen würden, ihr werdet mit bis zu 11 weiteren Spielern auf die Karte losgelassen. Das Fiese dabei ist, dass alle den gleichen Boss suchen. Heißt, früher oder später lauft ihr euch zwingend über den Weg. Damit ihr hier nicht direkt out of nowhere weggejietet werdet, ein paar Tipps. Zuerst versucht so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Am besten gar keine. Gerade große Soundtraps wie Raben, Enten, Pferde oder Käfige hört man super weit und verraten dem Gegner schon von der Ferne, ah, schau an, da ist einer. Und da euch das Spiel auch sonst gar keine Hinweise gibt, ist genaues Hinhören in Hand Showdown schon fast wichtiger als Hinsehen. Das Sounddesign ist dabei so gut, dass ihr die Gegner alleine nur durchs Hören spotten könnt und wisst, wo sie sich ungefähr befinden. Also, lieber langsamer und dafür leiser. Langsam ist auch ein gutes Stichwort für die Feuergefechte an sich. Die Time to Kill ist in Hand nämlich deutlich höher. Das liegt zum einen daran, dass ihr erstmal Gegner finden müsst, aber zum großen Teil auch daran, dass die Kämpfe an sich auch deutlich langsamer ablaufen. Bis auf eine vollautomatische gibt es sonst nur Einzelschusswaffen. Das solltet ihr allerdings auch nicht unterschätzen, denn nach wie vor ein Headshot bedeutet meistens den Tod, egal mit welcher Waffe. Heißt, Schuss, in Deckung gehen, nachladen, wahlweise heilen und Stellung wechseln, nächster Schuss und so weiter. Wenn ihr dann doch mal zu Boden geht, ist aber auch noch nicht alles verloren. Solange noch mindestens einer aus eurem Team lebt, kann der euch heldenhaft wieder aufstellen. Allerdings verliert ihr dabei permanent 25 oder 50 Lebenspunkte. In Zukunft sterbt ihr also leichter. Also stets die Lauscher spitzen und mit Bedacht vorgehen. Wir sind nicht die Einzigen. Okay, die fighten schon. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch... Ja, schön was abkrabbeln hier, ne? Sollen die sich mal schön auf die Fresse geben? Wir sind die leichten Fledderer. Und pass auf, Felix, nicht zu nah an so Fässern vorbeilaufen. Ganz normale Fässer. Ach, ja, rote und gelbe Fässer. Die können vermint sein. Ja, am Fenster oben sind welche. Die Blitzleute, die kommen hier rüber zum Upper Dessal, ne? Die kommen zu uns rüber. Mega! Das sieht wunderbar. Dann... Die sagen jetzt, ey, wir sind so gut, wir sind ein bisschen greedy, wir wollen beide Bounties. Heißt, wir haben gleich einen richtig schönen Fight. Dann würde ich jetzt fast sagen, wir gehen ein bisschen raus und gehen denen ein bisschen entgegen. Wir verschanzen uns hier irgendwo. Oder zumindest, dass wir jetzt nicht von zwei Seiten angegriffen werden. Oder zumindest in einem Haus verschanzen oder sowas. Ich glaube, die anderen Blitze gehen nach oben. Also innen drin sind auf jeden Fall noch welche, genau. Da wurde gerade Feuer gelegt. Ich hätte gerne Shotgun, muss ich sagen. Die laufen da auch drinnen im Haus die ganze Zeit noch durch die Gegend, also nicht zu nah am Fenster stehen. Im Norden hockt irgendwie noch wer. Da im Fenster. Schwarz. Hat einen Hit. Der Pimmel, ey. Ja, den sehe ich von hier nicht. Alle drei hier drin stehen brauchen wir jetzt nicht. Jemand ist gestorben. Nicht zu nah am Fenster stehen. Nicht zu lange stehen bleiben, Felix, vor allen Dingen. Jemand ist gestorben. Ich glaube, es war innen drin. Ja, ich glaube, im Compound. Ja. Also beide Blitze sind jetzt hier in der Gegend. Ja. Ja. Einer hat einen Hit. Dass das kein Headshot war? Lol, Alter. Ich bin immer noch so ein bisschen im Beobachten der Map, aber die sind alle noch hier. Ja. Also wir haben jetzt gerade einen leichten. Einen habe ich. Sauber. Im Fenster ungefähr. Oben. Oben hier, der Ich bin leider gerade in Deckung, ich kann es dir gerade nicht. Ja, nee. Ja, soll doch, ich, genau. Soll ja. ich mal zu dir kommen? Ich creep jetzt mal außenrum und mach die Pyramiden.
Warte, warte, der hebt gleich auf. Hat Hit, läuft rechts auf dem Dach weg. Also hier ist ein Kollege von ihm auf jeden Fall. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt mal Positionen wechseln. Das wird mir alles ein bisschen zu statisch hier. Wir umlaufen jetzt mal und versuchen dem anderen Team da hinten in den Rücken zu fallen. Eine Elektrode auf dem Dach. Ja, den aim ich auch so ein bisschen ab. Hier ist jemand. Hat sich die sind hier hinten draußen. Weißt du was? Ich lenke sie ab. Im Laufe. Fuck! Das sind zwei. Ich werde befeuert. Oh. Die drücken, glaube ich. Die drücken. Ja. Einen habe ich. Ich habe den einen leider. Was? Ich wurde erwischt, ey. Shit. Ich komme. Das ist so ein Yellow Code irgendwie so. Der hat einen Bomblance. Meine Waffe war leer und der hat eine Bomblance. Das gibt's nicht. Geh schnell hin, der hat einen Hit. Der ist auf meiner Leiche. Der war rechts, ich hab schon den Schritt schon gehört. Der ist auf meiner Leiche. Er hat gerade geheilt. Schmeiß was hin, wenn du hast oder so. Da ist er. Nein! Nein! Geh doch nicht im Nahkampf mit einer Bomblance, Pirmin. Was machst du denn? Du bist ja wahnsinnig! Na, er hat mich geschossen. Es war so brennt, blutend, er lädt nachts, war so do or die. Shit, ey, mich ärgert's. Ich hab die genau gesehen und ich hab den einfach nicht getroffen, ey. Das passiert? Habt ihr den Boss-Compound einmal erreicht, erwartet euch dort eins von vier Viechern. Einmal der Schweinebärmann, auch bekannt als Butcher. Riesengroß, langt ordentlich hin und wirft mit Feuer. Hat gar keinen Bock auf Gift und scharfen Schaden. Also wenn irgendwo eine Axt rumliegt, damit könnt ihr ihm gut auf den Sack gehen. Als zweites hätten wir dieses Kackviech. Pfui, Deibel ist die hässlich. Zu viele Beine, giftig und kann dich anspringen. Die hat auch keinen Bock auf Äxte und ist dazu empfindlich gegen Feuer. Der Assassin, auch bekannt als Bleib endlich stehen! Oder Aua, kann sich in Insekten verwandeln und nur getroffen werden, wenn er sich neben euch materialisiert. Seine Angriffe lassen euch bluten und er hat keinen Bock auf Feuer. Wirft man eine Lampe in den Compound, tötet er sich langsam von selbst. Und er mag keinen stumpfen Schaden, das bedeutet, gegen ihn sind Hämmer eure Freunde. Wenn ihr da einen findet, wäre das ziemlich der Hammer. Zu guter Letzt haben wir noch den Schrottschnabel. Der ist etwas weird, weil er seinen Compound immer leer klaut, sprich ihr findet keine Munition oder andere Items mehr. Dafür lässt er während des Kampfes einige davon fallen, solange er nicht mit Feuer oder Explosionen bekämpft wird. Kleiner Tipp zu allen Bossen. Wenn ihr ihnen ein Viertel ihrer Leben abschneidet, gehen sie immer in einen Rage-Modus. Dabei werden sie aggressiver, packen ein paar unangenehme Tricks aus, wie beispielsweise sich in Trugbilder aufteilen oder schneller zu rennen, und nehmen weniger Schaden. Es lohnt sich also mehr, diese Rage-Phase abzuwarten, wenn möglich außerhalb des Boss-Layers, bis ihr wieder den vollen Schaden verursacht. Leider haben wir in unserer gesamten Aufnahme nicht einen einzigen Boss auch nur gesehen. Hand kann halt doch manchmal eine verschissene Abfahrt sein. Als Ausgleich hier Felix, ganz persönlicher Bossfight. Scheiße, lauf weiter. Ah! Ja, die sind gemein. Ja, das sind viele davon. Ich helf dir. Geil, jetzt drauf, irgendeinen scheiß Hunden. Na komm. Heil dich schnell. Das war richtig gut. Heil dich schnell. Nee, du blutest. Ja, was muss ich machen? F gedrückt halten. Das, was auf dem Bildschirm steht. Wenn ihr es schon mal bis hierhin lebend geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt allerdings der entweder einfachste oder schwierigste Part. Lebend rauskommen. Denn sobald ihr nämlich den Boss erledigt habt und den Banish angeworfen habt, sehen alle Gegner, wo der Boss und somit ihr euch auch befindet. Und da es sich alles um das Bounty dreht, das der Boss droppt, wird die ganze Map zu euch kommen und euch das regelmäßig streitig machen. Wenn dem mal nicht so ist, Glück gehabt, nehmt das Bounty und geht einfach zum nächsten Extraction Point. Schwieriger hingegen wird es, wenn eben die Feinde vor einem Compound warten. Hier als Tipp, nutzt das Gebäude, das euch gegeben wird. Gerade Eingänge lassen sich mit Fallen gut abdecken. Ist der Banish durch, könnt ihr das Bounty aufnehmen. Großer Vorteil, der Bounty-Trigger kann nun insgesamt für 5 Sekunden schemenhaft in der Darkseid Gegner sehen. Das ist quasi wie ein legaler Wallhack. Großer Nachteil, dafür wird man aber auch fortan für alle anderen mit großen Blitzen über dem Kopf auf der Map angezeigt. Ja, und jetzt geht es einfach darum, sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Wenn ihr es irgendwie schafft, dass sich die gegnerischen Teams außerhalb des Compounds bekämpfen, könnt ihr jetzt versuchen, euch ninja-mäßig hinten raus zu verpissen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ihr mit dem Bounty und dem Blitzen über den Kopf für alle angezeigt werdet, ist das alles nicht so einfach. Seid ihr dann doch irgendwie lebend mit dem Bounty in die Nähe des Extraction Points gekommen, möchte ich euch noch eine Sache mitgeben. In Hand gibt es nichts, was es nicht gibt. Wenn ihr also denkt, hey, es ist alles frei, lass mit dem Bounty direkt zum Extract gehen, geht das in den meisten Fällen schon gut, aber manchmal eben auch nicht. Es gibt durchaus Spieler, die sich 30 Minuten an den Extract gammeln, nur um euch einen Meter vor dem Ende umzuhauen und euch um euren Lohn zu bringen.
Also bleibt stets aufmerksam und zieht wie beim Sprint bis zum Ende durch. Jetzt habt ihr zumindest einen groben Überblick darüber, wie Hunt funktioniert. Und trotzdem bleibt die Frage, warum tut man sich bei dem ganzen Stress, den Instant-Headshots, den langen Laufwegen, den nervigen Viechern und den Instant-Headshots so etwas an? Die einfache Antwort versteht man leider erst, wenn man sein erstes Bounty rausgetragen, seinen ersten Fight gewonnen oder seinen ersten Server gewiped hat. Das Spiel gibt euch nichts an Informationen und haut euch so viele Hindernisse um die Ohren, dass es zeitweise wirklich sehr frustrierend sein kann. Aber wenn ihr dann trotz alledem am Ende als Gewinner dasteht, ist das ein Gefühl, das kein anderes Spiel bei mir bisher erzeugen konnte. Die taktische Tiefe und die absurde Spielerfreiheit können einen wirklich manchmal überfordern. Und wenn ich vor dem Zocken mal schlecht geschlafen habe oder anderweitig nicht ganz fit bin, kriege ich nur auf die Fresse. Wenn ihr es aber dann doch schafft, den Überblick über die Situation zu behalten, die Gegner durch genaues Hinhören zu orten und sie dann mit halbwegs gekonnten Schüssen zu überrumpeln, dann wart ihr halt wirklich einfach mal Badass. Und so fühlt ihr euch dann auch. Dazu ist die Atmo super, die Waffen fühlen sich geil an, die Hunter sehen Badass aus und der Soundtrack ist gleichzeitig subtil und mies episch. Ich gebe zu, das Western-Setting muss man mögen, aber die alten, langsamen Knarren verleihen jedem abgegebenen Schuss wesentlich mehr Gewicht, was die Fights noch taktischer macht. Stunden könnte ich noch weitermachen, aber es wäre am besten, wenn ihr es mal selbst ausprobiert. Ich bin eine absolute Niete in Shootern und wenn mir hier zumindest manchmal etwas gelingt, dann werdet ihr das erst recht hinkriegen. Danke an Pirmin für die Zusammenarbeit und danke an Felix, dass wir uns hier mal wieder großzügig auslassen durften. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und gut Blattschuss. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.